beliebtes ist. Aber jetzt sind wir hier. Der Weg ist nicht mehr allzu weit. 17 Level. Die kriegen wir auch noch hin. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal 12 Level hier verbringen. Also, weil die ersten Kataklysmengebiete kann man wirklich erst mit Level 80 bestreiten. Und naja, sollte kein Thema sein. Ah, das ist schon echt cool. Also auch diese Fahrt hier, die man hier hat. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum das Schiff so lange gebraucht hat, weil diese Fahrt dauert natürlich ein bisschen länger. Hier sieht es aus wie ein kleines Wirkool-Lager. Oder die Fahne? Ja, könnte Wirkool sein. Wirkools sind neue Gegner. Jetzt, auf die wir treffen werden. Es ist so, die sind so angehaucht von den Wikingern, würde ich behaupten. Und ich glaube, damit liege ich auf Gold richtig. Und die haben sich den Lichtkönig verschworen. Weshalb wir dann später auch noch auf untote Wirkule treffen werden. Das ist Burg Utgard. Dort befinden sich zwei Instanzen. Einmal Burg Utgard an sich und dann später Turm Utgard. Das sind Protodrachen. Die finde ich immer noch schönsten Drachen. Ich weiß nicht, die mag ich immer noch am liebsten. Da kommen irgendwie die aus Kataklysmen finde ich noch nicht so richtig ran. Also die sehen wirklich ziemlich böse aus und die haben einfach was. Zack. So, und damit sind wir angekommen und da ist unser Questgeber. Sonst werden wir jetzt erstmal noch keine finden. Der hat nämlich was für uns. Eine Hölle aus Eis. Sprecht mit Vizeadmiral Keller im Hafen von Valgard. Machen wir doch. Ja, die Allianz hat hier in diesem Wirkuldorf Stellung bezogen und kämpft jetzt hier quasi direkt an der Front zur Burg Utgard. So, eine Hölle aus Eis. Dafür bekommen wir EP nur, ist aber nicht schlimm. Vizeadmiral Keller mischt, dass die 12 Eindringlinge der Drachenschinder oder Worge der Drachenschinder tötet. Er befindet sich im Hafen von Valgard im heulenden Fjord. Was Ja, liegt sich an euch? diese Quest ist eigentlich ziemlich easy. Im Prinzip braucht ihr nicht viel machen, außer die Gegner vielleicht mal kurz anzujucken. Ihr habt auf jeden Fall Hilfe, also hier kommt ein endloser Ansturm an Worgen und Wirkuhle an. Und ihr müsst einfach mal mit ins Getümmel reinprügeln. Das ist alles kein Thema. Wie gesagt, hier sind noch andere so NPCs, die da mit drauf einschlagen, die killen die. Nehmt euch trotzdem ein bisschen vor der EP in Acht. Also, haltet euren Lebensbalken ein bisschen im Auge. Das ist mir nämlich auch schon mal vorgekommen, dass ich öfters mal gar nicht so richtig raufgestiert habe. Flip. Wie man sieht. Witzenbeutel hier. Das sind übrigens die Worge hier. Ach komm. Oh oh. Reingehauen. Das meine ich. Ja, das kann manchmal ziemlich flott gehen. Scheiße. Uiuiui. Joke hält man ja nicht so viel aus. Ja, hat man natürlich als Caster wieder ein bisschen einfacher und muss jetzt nicht direkt hier dran stehen. Warum greift jemand mich an? Da steht doch noch ein Zwerg. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich sollte mir erstmal irgendwas zu fressen organisieren hier. Oh. Ja, ich sollte mir irgendwas organisieren, weil es kann sonst ein bisschen böse. Hallo? Hilfe! Au! Nehmt irgendjemand anders. Ich werde mir aber ganz kurz was zu essen organisieren hier. Das ist ja schrecklich, wenn ich gleich hier drauf gehen. Gott! Okay, mit dem Bock ist, Quatsch, mit dem Schurken ist es doch ein bisschen anders. Muss ich gerade feststellen. Übrigens hier in diesem Haus und hier generell in diesem ganzen Lager könnt ihr dann eure Berufe wieder eine Stufe weiterbringen. Hier stehen überall die Lehrer rum, ähnlich, genauso wie in der Schermwelt. Hat einer mal. Ah, Gifte. Gifte brauchen wir auch. Nehmen wir gleich mal 20 wieder mit. Blub, 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 blub. Machen wir es mal einfacher. Plang. Was brauchen wir noch? Tödliches Gift. Davon nehmen wir auch mal 20 mit.
Hallo? Falsche Taste. So. Danke. Alles klärchen. Haben wir es jetzt gekauft? Seid gegrüßt. Mensch. Doch, haben wir ja. Scheiß Quest. Okay. Ich brauche Getränke. Jede Menge. Eigentlich nicht Getränke, brauche ich was zu fressen. Fressen, fressen, fressen. Das ist alles Getränke. Du hast bestimmt was, oder? Ich möchte eure Waren ansehen. Aber ja, wir wollen ja nun nicht gleich vom Hocker kippen. Deswegen werden wir uns erstmal gleich ein bisschen mit was zu essen eindecken. Sollte man sowieso grundsätzlich immer dabei haben. Ist ziemlich fail von mir, dass ich das irgendwie mir nie was kaufe oder irgendwie das mal sortiere oder irgendwie. Ich renne eigentlich immer auf Glück los. Deshalb, liebe Kinder, macht das nicht nach. Ah, das heilt einen wenigstens mal richtig fratzfatz. So, und schon können wir weitermachen. Wir haben noch vier vor uns. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit Schurkenskill arbeiten. Also jetzt am Anfang ist es sowieso so, dass man durch die Quest ziemlich viel Rüstung bekommt. Weil man möglichst schnell so auf dieses Niveau hier angehoben werden soll. Was ich ganz gut finde. Weil ansonsten wird es doch ziemlich schwer. Wer es schon mit 67 keinen Bock hat, mehr auf Scherben, der kann, wenn er will, sogar hier trotzdem schon ein bisschen was machen. Zwar leider nicht questen, aber man kann hier ordentlich Monster killen und kriegt dadurch sogar richtig gut EP. Also ist auch noch eine Möglichkeit, ein Level voranzutreiben. Habe ich tatsächlich mal ausprobiert und geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber war besser, als sich noch ein Level darum zu drücken. Gut, Vizeadmiral Kellermische, dass ihr 8 Speer von Valgard rettet, die mit Harpunen beschossen und zum Sterben liegen gelassen wurden. Machen wir. Und es gibt noch eine andere Quest, meine ich. Nicht nur diese. Ich hab's, glaube ich, hab's da oben. Oder war das jetzt diese Dalaran-Scheiße? Ja, Verbündete in Dalaran. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Machen wir aber jetzt noch nicht. Die hat man eigentlich vorher noch nie so früh bekommen. Die hat man eigentlich erst, glaube ich, mit 73 bekommen, dass man mal nach Dalaran konnte. Oder 75. Ach, ich habe keinen Plan mehr. Das ist schon ein bisschen her. Also man kam ziemlich spät nach Dalaran. War die Quest hier noch nicht? Doch. Die machen wir als erstes. Nehmt euch vor den Hain in Acht. Wir haben doch noch eine. Yeah. Unter Wasser atmen. Gut, dass ich so einen Schmarrn immer aufhebe. Meine Taschen sind zwar immer voll. Ey, jetzt tauch nicht weg. Ich weiß, dass du schneller unter Wasser bist wie ich. Die Quest nehme ich auch immer mit. Grundsätzlich, die ist eigentlich auch ganz easy. Sollte man eigentlich auch mitnehmen. Es sind eigentlich nur 10 Vorräte sammeln, aber die EP dafür sind schön. Gerade mit 68 kriegt man hier wirklich gut EP. Also von 68 auf 70 zu kommen, ist hier noch ziemlich easy. Ab von 70 bis 80 wird dann doch schon etwas länger dauern. Aber ist jetzt nicht so wild. Ja, hier müssen wir eigentlich nur auf 1,8 gehen, weil hier schwimmen überall Haie rum, die einen natürlich ans Leder wollen. Nur auf die muss man ein bisschen Acht nehmen, aber sonst ist das eigentlich eine ziemlich einfache Quest. Diese Kisten hier, seht ihr ja, die treiben hier überall rum. Kann man ganz leicht sammeln. Schön, wenn man mal irgendwie müssen wir mal so einen Trank organisieren für Schwimmtempoerhöhung oder sowas. Boah, seltsam. Das ist das einzig Nervige. So. Mein Plan für Kataklysmen habe ich auch schon so weit fertig, wie ich vorangehen werde. Ach ja, ich werde jetzt übrigens dann ab Sonntag. Also jetzt haben wir gerade Mittwoch. Ich werde dann am Sonntag schon versuchen. Mich mal für die ersten PvP-Instanzen da was aufzunehmen. PvP-BGs, also Battlegrounds. Und ich denke mal, da werden wir schon was hinkriegen. Außerdem habe ich jetzt auch mal Bock, den Schurken im Einsatz zu sehen. Hammer. Hi. Und von daher
wird es eigentlich mal wirklich Zeit, den Schurken ein bisschen auszutoben in einem Battleground. Und mal schauen, was uns dann für BGs schon zur Verfügung stehen. Also wie ich gesehen habe, schon Auge des Sturms können wir. Geil wäre natürlich meine liebste BG. Hier. Ach Gott, wie heißt das denn jetzt? Insel der Eroberung zum Beispiel und Mann. Wie hieß die denn? Oh Gott, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Das muss ich trotzdem jetzt wissen. PvP, 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 Spieler gegen Spieler. Können wir da schon reingucken? Strand der Uralten. Ha! Genau. Die finde ich nämlich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall eine Abwechslung zum Flaggen holen und Ressourcen sammeln. Das kann manchmal ziemlich dauern. So, gut. Dann mounten wir wieder auf. Das war eine kurze versteckte Quest hier unten. Ist alles EP, gibt gut Gold. Sollte man mitnehmen. So, ich finde das ist schön, dass man jetzt unter Wasser aufmounten kann. Einfach nur cool, ey. Das bietet ganz neue Fluchtmöglichkeiten. Ich überlege, was man dann damals alles so für Schwimmmeilen hinlegen musste, bevor man dann endlich mal wieder loslegen konnte mit Fliegen, also bis man mal wieder einen Strand erreicht hat. Das ist ätzend gewesen. Ich fliege hier mit Absicht ein bisschen tiefer, weil, wie ihr seht, haben wir da oben noch ein paar Freunde, die das nicht so toll finden. So, die Harpunen.